Hallo. Hallo, wir sind's nochmal zum Thema Leinführigkeit. Letztens habe ich da schon was erzählt. Die Nancy hat mich gerügt, es war noch nie ganz klar. Deshalb machen wir es jetzt nochmal klar. Bleibt dran, es geht los. Die Nancy erklärt nochmal, wie es funktioniert. Warum Leinenführigkeit nicht nur was mit Richtungswechsel zu tun hat oder mit einer Leine und einem Halsband, das erklären wir dir jetzt. Da hängt nämlich noch ganz viel hinten dran. Sehr spannend, Nancy, wenn du sagst, da hängt viel dran. Was genau hängt denn da dran? Das würde ich euch gerne mal mit den Hunden zeigen. Also, Leinenführigkeit. Dazu brauchst du erstmal ein Halsband, hat der Frodo hier dran. Und natürlich eine Leine. Und dann geht's los. Machen wir Leinenführigkeit mit Richtungswechsel, so wie der Kai das gemacht hat. Die Leine ist hier gar nicht dran, trotzdem sind die Hunde da. Ist das jetzt Leinenführigkeit oder ist das keine, Kai? Also, na klar ist das Leinenführigkeit. Aus meiner Sicht ist das die beste Leinenführigkeit, die du haben kannst, weil was du gerade gesehen hast bei der Nancy und bei den Hunden, ist die mentale Leine. Also die mentale Verbindung von Mensch zu Hund und die hält auch ohne dieses Hilfsmittel Leine. Die Leine soll sowas sein wie der Sicherheitsgurt im Auto, wo der Hund nie reinfällt. Und vielleicht kannst du mal zeigen, wie es so anfängt. Das machen wir. Es beginnt schon damit, dass dein Hund das Halsband gerne hat. Frodo? Also Punkt 1, Nancy, habe ich verstanden, der Hund muss das Halsband lieben. Das muss ein positives Gefühl auslösen, haben wir beim Foto gesehen, da hat hinten alles gewackelt. Punkt 2, dass dein Hund mit einer Leine keine Aufregung verbindet. Jungs? So. Das war jetzt ein wichtiger Tipp. Also Leine ist gleich Ruhe. Zweiter Tipp, Leine ist Ruhe, also Leine keine Aufregung. Zwei. Und ein dritter wesentlicher Punkt, der mir jetzt einfällt, Leinenführigkeit ist Motivation. Freunde, ganz viel Motivation. Hey, hey. Also Leinenführigkeit ist auch noch dritter Punkt. Motivation, dass die Hunde Freude haben, mit dir gemeinsam zu gehen. So, das war's, was dir am Herzen lag. Hast du noch was zu ergänzen, damit jetzt auch wirklich alles passt? Ja, der vierte Punkt ist, dass der Hund natürlich genügend Freizeit hat und nicht immer nur stupide an der Leine neben dir herläuft. Was meinst du damit genau mit Freizeit? Das können wir hier gerne nochmal zeigen. Jetzt will ich also überhaupt nichts von den Hunden. Die dürfen hier machen, was sie wollen. Der eine schnuppert im Gras rum, der andere guckt, ob die Nachbarn vorbeikommen. Das ist mir hier völlig egal. Und genau diese Zeit brauchen die natürlich auch für sich. Und dass zur Leinführigkeit nicht nur den einen Weg gibt, sondern 1100 verschiedene Wege, Variationen und Konzepte und Ideen, laden wir dich ein zu unserem Online-Leinenführigkeits-Workshop. Wir bauen also unser Online-Seminar um für dich zu einem Online-Workshop, wo wir mit dir ganz gezielt an deiner Leinenführigkeit arbeiten, weil wir sind uns ganz sicher, dass das, was du machst, schon ganz toll ist. Und wir nehmen das mit, was funktioniert, gucken uns das an, was noch nicht so optimal ist, das werden wir optimieren und finden auch die Sachen, die wirklich schlecht sind, von denen wirst du dich trennen müssen. Und dann versprechen wir dir, wirst du einen Aha-Effekt haben und kommst auch mit deinem Weg weiter ans Ziel, weil für wen muss sich das gut anfühlen mit der Leine? Für dich. Liebe Grüße, der Kai Und die Nancy. und die Hunde. Sieht man die? Hier, die haben Freizeit. Die dürfen jetzt einfach machen, was sie wollen.